Fantastisch, du hast den echten Ausgang gefunden. Dann kannst du deinen Abstieg ja fortsetzen. Wir treffen uns dann bei den nächsten Ruinen wieder. Oh, stimmt ja. Als ich neulich in der Mine gearbeitet habe, bin ich auf diesen Wonderpilz gestoßen. Bitte nimm ihn doch. Ich bin mir sicher, dass er dir nützlich sein wird. Ach, 66 One-Ups, das ist doch mega hier. Das geht doch bis easy peasy cheesy. Schwierigkeit 2, okay, das könnten wir eigentlich als nächstes machen. Ja, das ist mir, das ist eigentlich leicht. Das machen wir jetzt mal, ne? Gibt ja auch Stechfliegen. Hatte auch eine in der Wohnung. Die sind voll lästig. Fliegen dir manchmal direkt ins Gesicht. Mir ist vorhin eine Mücke in den Mund geflogen. Ohne Witz jetzt. Mitten im Livestream. Vielleicht war das auch eine sticht die mich jetzt irgendwo im Magen? Rankenschuss. Drücke in der Luft R oder schüttel den Controller, um einen Ranke abzuschießen, die sich an Wänden festklebt. Okay. Du kannst es. Ich kann es. Und dann? Wie komme ich dann weiter hoch? Du schaffst das. Warte mal. Ach so. Ich muss einfach wieder rennen. Okay, ich wollte es gerade sagen. Das muss man halt üben, Leute. Oh, ein Pilz! Oh, nein, Pilz! Scheiße für den Pilz. Ich habe ja Toad. So, whoop. Okay, das ist aber gar nicht so einfach tatsächlich. Okay, man muss es echt üben. Also ich glaube, wenn du da krass... Oh Gott, Hilfe. Wenn du da echt krass Level hast oder sowas, dann kannst du dich vielleicht auch hier mal ein bisschen vertun mit dem Greifhaken. Er ist ein cooles Item, das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, es ist echt nicht so... Siehst du? Und jetzt können wir hier fast in den Kopf angestoßen. Oh, So. Mal. Ja, Toffi kann das nicht. Moment. So. Ah, das zählt nicht? So. Upsala. Uppala. Okay. Jetzt haben wir alles. Hups. Ups, warte. Okay. Klein Peach sieht übrigens mega süß aus, finde ich. Oh Gott, Alter, das geht auch? Ich habe gerade schon gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Man kann sich da hochhangeln. Oh, das finde ich super. Dieses Item ist spitzenmäßig. Aber ich glaube, das braucht echt Übung. Ich glaube, irgendwann hasse ich dieses Item, weil irgendwann kommen die Level so hardcore, dass ich damit eher nicht umgehen kann, als dass es mir hilft, ne? Eigentlich wollte ich es andersrum machen, mein Hirn mal wieder, was? Böser Dieter? Fliegt dir manchmal direkt ins Gesicht? Wie, was? Was? Ich glaube, Dieter ist auch so eine. Immer im Gesicht und eben hat mich auf der Hand gestochen, gebissen. Alter, was? Ich habe immer noch die Mücke von vorhin im Hals. Die kommt wieder hoch. Die lasse ich nachher wieder frei. Die ist noch nicht tot. Da bin ich mir sicher. Du kannst... Was? Du kannst es, wenn du an den einzig wahren Gott Lord Toftoff das Erste glaubst. Hä? Ich huldige mir doch nicht selber. So, toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nee, lass mal. Dann lieber noch mal ein bisschen mit den anderen Items rumschäkern. 3 Schwierigkeit. Kannst du die Ranken auch nach oben schießen oder nur nach links und rechts? Oh, das habe ich gar nicht probiert. Das können wir nachher mal testen. Das ist eine gute Frage. Aua! Oh Gott. Oh Gott, ist das wieder so ein Geisterhaus? Naja, wobei so wirklich geisterig nicht, sieht das ja nicht aus, aber wobei doch ein bisschen, ne? Jetzt mache ich einen Fehler nach dem anderen, jetzt hört es aber echt auf, ne? Oh Gott, Hilfe! Ja, wie kommt denn das da? Alter, warte mal, jetzt, also wirklich. Jetzt strengen wir uns wieder an, okay? Wir haben jetzt alle gerade gelacht. Jetzt reicht's. Mit kaputt machen? Nee. Okay, da unten ist was. Lass mich verarschen. Oh Gott. Ja, ich bin Wandsprung-Legastheniker, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen Angst gekriegt. Oh Gott. Oh, da oben war was! Nein, da oben war was!
okay. Wenigstens kann man auf den Dingern drauf. Haben die Schnuller im Mund? Ach, sind das Baby-Twomps? Haben die... Die haben, glaube ich, so einen Schnuller im Mund. Alter, wie süß ist das denn? Alter, das ist ja mega süß. Okay, die war nicht so schwer. Die haben einen Schnuller im Mund. Och Gott, wie süß. Och Gott, die bringen mich um und nuckeln dabei. Och, das ist ja süß. Viel mehr Killer da draußen sollten Schnuller tragen. So. Okay, hier ist mal nichts, glaube ich, oder? Das ist also ein Zwischenraum wahrscheinlich, ne? Kannst zurückgehen, ist ja natürlich... Oh, jetzt hast du es spät gesagt. Hätte ich mal machen sollen. Ja, stimmt, hast recht. Hätte ich mal zurückgehen sollen. Hilfe! Ich gehe... ich will hier raus. Auch wenn sie Schnuller haben, haben sie Stacheln. Die haben sind ganz schön spitz. Ah, da kommt jetzt die Blume. Warte mal. Da war doch jetzt... Ja, was war denn da jetzt? Hä? Ist da irgendwas jetzt hochgekommen? Warte mal. Da kann ich... Da muss ich runter? Hä? Schon wieder? Ach, vielleicht muss man erst alle aktivieren. Oh Gott. Vielleicht muss man erst alle aktivieren. Das könnte sein. Moment. Wir schauen. So. Oh Gott, guck mal, wie er guckt. Oh. Ich gebe den Bussi, okay? Die sind gar nicht böse. Die wollen gar nicht böse sein, glaube ich. Guck mal, was hat das jetzt gebracht? Oh Gott, ach so. Oh, Alter, wie... Wie cool, wollte ich gerade sagen. Wie assi. Passt wohl eher. Wieso heißt ein Schmetterling bei Hokolive roter Cracker? Der hat Crack genommen. Oder er crackt sich nicht mehr ein. Vor Lachen, weil er so heißt. Und er ist nicht mehr rot. Ach so. Vielleicht ist das der Witz. Warte mal kurz. Oh. Boink. Warte. Und boink. Und, ja, toll. Wenn die dahin fliegt, da kann ja nichts für. Was hat so viel Crack genommen, dass seine Innereien bluten? Oh, das ist ein bisschen arg makaber hier, wa? So, guck mal hier. Das erste haben wir jetzt gerade aktiviert. Ach so, dann bewegt sich das Teil einfach nur. Okay, Entschuldigung, habe ich jetzt falsch gedacht. So. Oh Gott, so. Genau, die bewegen sich einfach nur. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also das heißt, ich muss hier aufpassen. Ich muss hier schnell agieren. So. Hier kommt er jetzt gleich runter. Und dann muss ich ganz schnell hochdrücken. So. Und zack. Oh. Puh. Ah, da ist die Blume. Wie viele Dinge habe ich eigentlich schon? Zwei. Okay. Ich muss mich beeilen. Kann das sein? Oh, ja, toll, weil ich mich beeilt habe. Alter, ist es einer Prinzessin würdig, so viel Schleim? Alter. So, wie war das mit Toffee-Schleim nicht immer so? So, jetzt haben wir die Möglichkeit, alles zu sagen, was uns am Herzen liegt zum Schleimen, weißt du? Boah. Oder doch nicht. Ich dachte jetzt gerade im Sinne von, oh, die beste Community aller Zeiten. Toffee, du bist der beste Streamer. Ne. Da hätten wir richtig schön Schleimaktion hier gerade gehabt. Oh, ich trottel. Ich hätte das Item nehmen sollen. Wilde Vorstellung. Ja, irgendwo muss man auch die Ideen herholen. Bei Hokolive. Ich weiß ja nicht. Hier, gut, bei diesem Spiel hier wissen wir ja auch nicht, wie viel Drogen da letztendlich geflossen sind, ne? Das wissen wir auch nicht hundertprozentig. Deswegen kann es auch sein, dass wenn man einen Schmetterling benennt, dass es vielleicht tatsächlich doch irgendwas Zwielichtiges sein könnte. Vielleicht auch eine Anspielung an irgendwas. Vielleicht auch einfach nur, um jemanden zu gedenken oder sowas. Also vielleicht irgendeinem der Entwickler, der irgendwie so einen ganz besonderen Beitrag geleistet hat oder sowas. Kann ja auch sein.
So. Jetzt nochmal das Ganze. Oh Gott. Das war vorhin schon so ein bisschen risky, was ich gemacht habe. Ich bleib einfach mal drauf. So. Du bist doch der beste Streamer, das weißt du doch. Noch nicht, Jana. Erst wenn wir den Schleim aktiviert haben. Warte. Noch nicht losschleimen. Warte. So. Jetzt können wir wieder schleimen. Oh. Da. Oh, die Community ist so toll. Und wisst ihr was? Wenn es in eurer Gegenwart schmeckt Zucker wie Salz. So süß seid ihr. Versteht ihr? Oh. Oh Gott. Ups. Ich muss ja mal abpassen, oder was? Alter, Peach, jetzt streng dich doch mal an hier. Ich stehe auf Schleim, kann das sein? Also hier rein. Du bist der Beste und hast immer vollkommen recht. Ich möchte kotzen. Hä, Ryan, das war aber kein Schleim hier, ja? Das ist das Gegenteil vom Schleimen. Okay. Okay, ich habe das... Oh, und ich habe die goldene Fahnenstange nicht erreicht. Aber wir haben auch auf jeden Fall auch noch eine Coin vergessen. Oder nicht gesehen, besser gesagt. Kotze ist doch auch Schleim. Ja, nicht unbedingt. Es kann... Also Kotze kann viele Konsistenzen haben. Manchmal ein bisschen fester, manchmal ein bisschen schleimiger, manchmal ein bisschen grobkörniger. Da können viele verschiedene Konsistenzen bei sein. Also schleimig muss es nicht immer sein. Müssen wir da jetzt ernsthaft drüber sprechen, welche Konsistenz Kotze hat oder beziehungsweise wie man es am besten bezeichnen könnte? So, also Goldfahne fehlt mir, das ist aber wurscht. Die, sonst hole ich die sonst andersseitig nach. Aber die letzte Coin fehlt noch. Keine Ahnung, wo die war. Will auch Schleim. Wohin mit der Rotze? Einfach auf den Boden. Tritt sich fest. Also die erste Coin, also auch wenn ich bei diesem einen Punkt gedacht habe, da oben ist was, die erste kann es ja nicht gewesen sein. Also dieser eine Punkt kann es ja nicht gewesen sein, weil mir fehlt ja die letzte Coin. Hallo Mario. Also war da wahrscheinlich wirklich nichts. Ich habe nur gedacht, da wäre was. Oh Gott, ich bin fast in den Tod gerutscht. Oh oh, uah, ich bin schon wieder fast in den Tod gerutscht. Uah. Was mache ich für risky Manöver hier? Guck hier. Aber da ist nichts. Da ist ein One-Up. Na gut, habe ich es wenigstens gefunden. Toffi, der leuchtende Stern am Abendhimmel. Ohne dich wäre alles doof. Baum doof, Haus doof, Essen doof, Super Mario doof. Ja. Aber ich meine, damit erzählst du ja jetzt eigentlich quasi... Damit erzählst du uns ja jetzt nichts Neues. Das ist ja kein Schleim, das ist ja nur die Wahrheit. Also von dem her... Ich würde mir was anderes überlegen. So. Die Feuerblume bringt mir hier rein gar nichts. Aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal, weil ich hier ständig von irgendwas getriggert werde. So, wo war die letzte Coin, Mensch? Wahrscheinlich da, wo wir die Blume irgendwie verwenden. Oder wir müssen die Blume gar nicht verwenden, diese Zauberblume. Du weißt, welche ich meine. Moment. Ich bin am überlegen, aber ich glaube, da habe ich nichts missig als nichts eingefallen. Die letzte Coin klingt so falsch. Hä? Wieso? Die Coin. Oder der Coin? Nee. Coin Master. Dieses komische Drecksspiel, was auf einmal alle Influencer gespielt haben. Komisches Dreckspiel, das alle Influencer gespielt haben, was letztendlich aber totaler Mist war. Nur um halt Werbung zu machen für dieses blöde Kack-Game. Genau, ich mache jetzt mal... Ich gehe jetzt einfach mal weiter und aktiviere nicht die Blume. In der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die 10er-Coin erwische. Warte mal. Guck mal, der rutscht ja jetzt auch hier rum. Ach, der ist jetzt einfach nur gestorben. Okay. Ist sie da oben? Ach, sie ist... Guck mal, er ist wieder da. Warte mal. Ah, okay. Nee, okay. Also dann ist er doch nicht da. Die Coin ist doch nicht da. Okay, hier ist auch nichts.
Es ist schon das Ende? Hä? Ja, okay, dann muss die 10er-Coin irgendwo in dem Schleimbereich sein. Oh Gott, Alter! Upsi! Weil sie Geld dafür in den Hintergeblasen bekommen haben. Darum haben sie es gemacht. Ja, das ist die Grund. Ja, das ist durchaus möglich. Aber glaubt ihr nicht, dass wenn Dieter Bohlen oder Bibis Beauty Palace Werbung für Coinmaster gemacht haben, dass sie das nicht aus Überzeugung gemacht haben? Ich meine, Dieter Bohlen, der bescherte uns so wahnsinnig große Musiktalente wie Alexander Klavs, Pietro Lombardi. Und um seine eigene Musik zu würdigen, Modern Talking, das sind doch nur große Ereignisse der Musikgeschichte, die tatsächlich für unser aller heilen Wohl gesorgt haben. Solchen Menschen vertraue ich doch eine solche verantwortungsbewusste Position einer Werbeplattform an, oder nicht? Ich würde ihn auch zum Bundeskanzler wählen, wenn ich wollte, dass dieses Land zugrunde geht. So, schauen wir mal. Na, ey, wieso rutscht die denn da runter? Och, Peach. Puh. Alexander Klavs fand ich als Kind toll. Take me tonight. Everything is possible. Time's on my side. The world is beautiful. Aline Bachmann als Bundeskanzlerin. Ist das nicht die eine, die früher mal etwas übergewichtig war und Comedy gemacht hat und jetzt total schlank ist? War das nicht die? Die wird doch, glaube ich, auch so ein bisschen gehatet, weil sie irgendwie so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen abgehoben wurde, glaube ich, oder so. Ich habe da irgendwas mitgekriegt. Wo ist jetzt die letzte Coin? Ich bin der Coin Master. Wo ist die letzte Coin? Ist keine. Hier ist keine. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Ja, Peach. Alter. Nur weil sie klein ist. Die kommt hier nicht mehr hoch. Die letzte Coin ist nicht da. Nimm mich heute Nacht. Alles ist möglich. Ja, take me tonight. Everything is possible. Das heißt, nimm mich heute Nacht. Alles ist möglich. Habt ihr schon mal auf den Text geachtet? So ein romantisches, schönes Lied, weißt du? Da geht's ums Bumsen, Leute. Alexander Klavs wird gebumst. Oder bumst jemand anderen oder wie auch immer. Von wegen romantisch und schön und toll. Zuhören. Das ist die bei DSDS war und eine Oma im Krankenhaus bestohlen hat, eine Krebskranke zu Tode wortwörtlich gehatet hat und so weiter. Ach, echt jetzt? Oh Gott. Okay, das ist echt brutal. Die schlimmste Person aus ganz Deutschland. Okay, das ist natürlich wirklich harter Tobak. Ich hätte eine Theorie, wo sie sein könnte. Darf ich die Theorie mit dir teilen? Brauchst du gar nicht, weil ich werde jetzt natürlich... Slytherin Boy, Dankeschön! 11 Monate! Nächsten Monat bist du ein Regenbogen-Gackehaufen-Mitglied. Ich hoffe, du freust dich. Danke für deine Treue. Danke, danke, danke. Ich werde jetzt einfach den hier verwenden. Guck, dann kann ich das nämlich selber prüfen, wo die letzte Coin ist. Dankeschön! Vielen Dank! Danke! Slytherin Boy, danke, danke! Es gibt so viele Lieder, die man als Kind voll mitgegrölt hat und man wusste nicht, dass es nur ums Bumsen geht. Ist halt echt so, ne? Es gibt da ein Lied... Da geht es eindeutig ums Bumsen und trotzdem wird es so oft von Leuten abgefeiert und auch von Älteren vor allen Dingen. Atemlos durch die Nacht. Glaubt ihr ernsthaft, es geht bei Atemlos. Oh, gut, die Coin habe ich ja schon, wir suchen die letzte, ne? Atemlos durch die Nacht. Glaubt ihr ernsthaft, es geht da um... Joggen? Um Mitternacht? Oder ums... Weiß nicht, Triathlon? Man hat irgendwie was vergessen zu Hause, muss nochmal ganz schnell zurückrennen? Glaubt ihr ernsthaft, da geht's drum?
So, da ist die Coin. Genau, die haben wir schon. Atemlos durch die Nacht. Da wird die Nacht durchgebumst. So ist das, Leute. Gebt euch keinen Illusionen hin. Helene Fischer ist eine ganz, ganz ausgebuffte. Die hat's faustig hinter den Ohren. Die weiß halt, was sie will, die Frau. Ich bin seit Montag wieder zu Hause, wäre gerne länger da geblieben. Ah, ja, Urlaub ist immer schön, ne? Oh, hier ist eine Coin. Hier ist der Coin Master. Ach, jetzt sehe ich's auch. Warte. Jetzt sehe ich's auch. Hm. Oh, Alter. Das ist ja mal assi. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Safe geht zum Sackhüpfen. Ja doch, das stimmt ja indirekt auch. Also ich meine, es kommt darauf an, wie der Liebesakt vollzogen wird, ne? Also je nachdem kann man dann auch Sackhüpfen machen. Oh Gott, nee, ich lasse die jetzt. Ich will hier nicht getroffen werden. Endlich redest du mal wieder von deiner Helene. Stimmt, schon lange her, ne? Helene. Die fromme Helene. Ich könnte mir Helene Fischer echt gut vorstellen, dass sie mal irgendwo so eine Nonne spielt oder sowas. The Nun Teil 3 wird bestimmt auch gedreht. Können wir da nicht Helene Fischer als Hauptdarstellerin nehmen? So als Horrornonne? Würde ich hier voll abkaufen. Die muss noch nicht mehr geschminkt werden oder sowas. Nicht, dass sie hässlich ist. Nein, die singt einfach. Und das ist der Horror in dem Film. Würde ich voll abfeiern. Weil The Nun Teil 2 habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Soll aber, glaube ich, gar nicht schlecht sein, so wie ich mitgekriegt habe. Oh Gott, upsala. Ja, geschafft! 100%! Juhu! Meine Theorie hatte so eine Denkweise, aber anderer Ort. Ah, siehste. Okay, dann hätte es mich auch gar nicht gespoilert. Aber gut, in dem Fall war es nicht notwendig. Aber danke, trotzdem danke für die Hilfestellung. Habe am selben Tag wie Florian Silbereisen Geburtstag. Ich bin jetzt stolz drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mit Sylvie Mais Geburtstag. Ich weiß mit... Kann ich mal googeln, welcher Prominente hat am 13. Dezember Geburtstag? Oh, warte! Strudelpopcorn, Dankeschön! Vielen Dank! Dankeschön, 2 Monate! Danke, 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 danke! The Nun als Helene Fischer. Ja, mega abfeiern, würde ich gucken. Ich würde da sofort reingehen. Sofort, bei Premiere. Dankeschön. Strudelpopcorn. Warte, ich muss rausfinden, wer an meinem Geburtstag Geburtstag hat. 13.12. Geburtstag Promi. Ah, das kommt tatsächlich sogar. Taylor Swift! Oh mein Gott, ich habe am gleichen Tag wie Taylor Swift Geburtstag. Jetzt müssen wir immer Taylor Swift Songs singen. Oh, Alter. Die ist sogar... wir haben am gleichen Tag Geburtstag? Also am exakt gleichen Tag? Taylor Swift Geburtstag? Tatsächlich, am 13. Dezember 89. Taylor Swift und ich, wir sind am gleichen Tag geboren worden. Oh mein Gott, gut, dass wir das gegoogelt haben. Das ist ja mal krass. Alter, zeig Toffi. Nee, kannst du einfach selber googeln. Ich kann das jetzt schlecht übertragen, weißt du? Kannst einfach selber googeln. Die anderen kennt halt keiner. Da sind noch ein paar Prominente, die aufgelistet sind, aber die kennt keine Sau. Hier Kurt Jürgens, Toni Kuran, Johannes Silberschneider, das ist Florian Silbereisen, der Schwippschwager, André Jung, Jantje Friese, Tanja van Graan, Nick Rooks. Keine Ahnung. Aber Taylor Swift, Alter. Ich habe am gleichen Tag wie Taylor Swift Geburtstag. Alter. Ich bin fast ein bisschen stolz, ne? André Jung, oh mein Gott. Ist er wirklich so jung? Warte mal, wie alt war der? Wurde er gerade angezeigt. Der ist 69. Also jung ist der nicht mehr. Kann er sich den Nachnamen nicht umändern? Ich habe mit Florian Silber, Nicolas Cage, Oliver Koritke, Erna Westphal und Alfonso Bessave, Bessave, keine Ahnung, ich kenne die Hälfte nicht.
An Nicolas Cage kenne ich, Oliver Koritke kenne ich auch. Aber Erna Westphal? 69. So. Prima, du hast also den echten Ausgang gefunden. Die letzten Ruinen liegen direkt voraus. Wir treffen uns dann später dort wieder. Oh, da fällt mir noch was ein. Diesen Wonderpilz habe ich vor kurzem in der Mine gefunden. Ich gebe ihn dir gerne. Er wird dir sicher von großem Nutzen sein. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was ich von dem Item halten soll, was ich gerade angelegt habe. Gut, ganz ehrlich, wenn du was nicht findest, dann ist es eigentlich schon intelligent und geschickt und sowas zu benutzen. Aber es macht es halt auch extrem einfach, ne? Von dem her... Ich habe Schnupfen, Leute. So, rein da, runter da, wie auch immer. Ist das ein Rätselraum? Fungi-Arena. Oh nein, eine Arena. Oh, ich hasse sie. Ich hasse Arenen. Das nervt. Ich mag sowas nicht. Ich will nicht besiegen. Ich will pazifistisch spielen. So, ich nehme mal... Ich nehme mal wieder den Elefanten. Genau, zweimal. So, Wolfskin macht's mir nach. Ich hoffe, du hast Erfolg, Wolfskin. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Kann man das nicht so... Hä? Ach so, muss so machen. Hä? Was soll ich denn machen? Hä? Willst du mich verarschen? Was muss ich denn machen? Hä? Ich verstehe es nicht. Was ist denn mit diesem... Ach so! Die bewegen sich dann. Alter, wie assi ist das denn? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das muss ich definitiv gleich nochmal machen. Ich habe mit Jennifer Lopez Geburtstag. Oh, Slytherin Boy. Waiting for tonight. Oh. With you would be here in my arms. Waiting for tonight. Oh, 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 oh. I dream for this love for so long. Waiting for tonight. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Ist mir ein bisschen durchgegangen mit mir. Was hat sie noch gesungen? Okay. Ich muss jetzt einfach jeden... Okay. Hä? Ach so. Okay. Ich wollte gerade sagen. Muss man die Türen besiegen. Hier kann man neu... Oh Gott, das dauert ja ewig. Bitte hör auf zu singen. Hey, das ist doch schön. Oh. Ich singe noch schön, oder? Let's get loud. Let's get loud. Turn the music. Oh nein, 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 ich helfe dir. Warte, nein, ich muss... Nein, ich muss erst durch die Tür kommen. Oh nein, es tut mir leid. Okay. Ja gut, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Für die Dinge müssen wir auf jeden Fall alles nochmal machen. Wir sind zu langsam. Waiting for tonight. Oh, 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 ich stecke im Schleim fest. Waiting for tonight. Oh, 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 oh. Bla, 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 bla. Waiting for tonight. Ben Stiller hat mit mir Geburtstag. Oh. Von dem hört man auch nichts mehr, ne? Der macht auch kaum noch was. Zumindest nicht so besser als Dieter Bohlen. Oh, 90 Sekunden. Da habe ich ja fast geschafft. Oh Gott. Seid mir nicht böse, aber ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ich mache das entweder nachher im Stream nochmal oder irgendwann anders. Aber ich habe ja jetzt gerade echt keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich mag diese Kill-Level nicht. Ich mag das nicht. Ich bin so ein herzensguter Mensch, der niemandem was zu Leide tun kann. Selbst Gegnern nicht. Badumps. Aha.